kommen wir nun zum eigentlichen Factual Study. Kurzer Überblick. Die ersten 9 Kapitel gliedern sich in 3 Teile. Kapitel 1 ist wie ein Vorwort. Ja? Hier wird dieses Hauptprinzip des Buches, ja, in Kapitel 1, 7, ja, den Vers kennt ihr ja alle, der wird da ganz prägnant dargelegt und es ist quasi wie eine Einleitung zur Weisheit. Die Kapitel 2 bis 7, das ist ein ausführliches Bibelstudium über die Weisheit. Ja? Es geht um die Frage, was bedeutet Weisheit oder was bedeutet die Furcht des Herrn? Warum ist es so wichtig, Gottes Weisheit zu lehren, zu hören, zu gehorchen und den Herrn zu fürchten? Ja, hier geht es um diese Theologie der Weisheit, über die ich gesprochen habe. Aber dass ich das Theologie nenne, bedeutet nicht, dass das etwas Theoretisches ist, sondern der Autor gibt hier sehr praktische Anweisungen, wie wir mit dieser Weisheit auch leben dürfen. Ja, und im dritten Teil, dann die Kapitel 8 und 9, das ist dann die klare Herausforderung, eine klare Entscheidung zu treffen. Ja. Die Weisheit lädt ein und die Torheit und die widerspenstige Frau laden ein und wir müssen die klare Entscheidung treffen. Insgesamt sehen wir, dass es ein deduktives Bibelstudium ist. Ja? Also wir studieren ja die Bibel eigentlich induktiv, aber die Sprüche ist genauso wie das Buch Johannes deduktiv aufgebaut. Ja? Erstens haben wir hier dieses klare Hauptprinzip in Kapitel 1, Vers 7, ja, was das Hauptthema des Buches ist. Und dann in den Kapitel 2 bis 7 erläutert der Autor das genauer, so was bedeutet das überhaupt? Und dann, wenn wir alles wissen, was wir wissen müssen, dann geht der Autor wieder auf das Hauptprinzip zurück und fordert uns zu einer klaren Entscheidung heraus. Ja, Kapitel 1, Einleitung in Gottes Weisheit. In den Versen 1 bis 6 geht es vor allem um das Ziel und das Thema der Sprüche. Ja, also, warum hat der Autor dieses Buch geschrieben? Damit wir Weisheit, Zucht und verständige Rede empfangen können. Ja, für Zucht, Recht und Redlichkeit, damit wir verstehen die Sprüche und die Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Ja. Und für wen ist dieses Buch geschrieben worden? Für alle. Ja, das hatten wir ja schon. Die Einfachen, die Jungen, die Weisen und die Einsichtigen. Ja, Vers 7, das Hauptprinzip der Sprüche. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. In den Versen 8 bis 19 geht es dann um die Ermahnung, die Weisheit anzunehmen und die Einladung der Sünde zu vermeiden. Ja, gehorche der Zucht deines Vaters, verlasse nicht das Gebot deiner Mutter. Ja, die Weisheit bereichert das Leben genauso wie der schöne Blumenkranz auf dem Kopf oder der Schmuck am Körper. Ja. Sie sollten auf keinen Fall der Verführung der Sünder folgen, nicht ihrem Weg folgen, denn die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Ja, und in den Versen 20 bis 31 geht es um die Bußpredigt der Weisheit. Ja. Die Weisheit fordert uns auf, zu ihr umzukehren. Kehrt euch zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will über euch strömen lassen, meinen Geist, und euch meine Worte kundtun. Wir sehen auch, was ja, die Folge des sündigen Wegen ist, nämlich Tod und Verderben. Ja, Vers 29 ist hier ganz bezeichnend. Weil sie die Erkenntnis hassten und die Furcht des Herrn nicht erwählten. Auf der anderen Seite sehen wir die Segnungen des Gehorsams. Wer aber mir gehorcht, wird sicher wohnen. Was lernen wir durch Kapitel 1? Als Leitvers habe ich hier den Vers 7 gewählt. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Und als auch einen wichtigen Vers, Vers 29. Weil sie die Erkenntnis hassten und die Furcht des Herrn nicht erwählten. Vers 33. Wer aber mir gehorcht, wird sicher wohnen. Ja. Gott nicht zu fürchten. Durch die Verse 29 und 33 lernen wir, dass Gott nicht zu fürchten bedeutet, Gottes Wort und seine Weisheit abzulehnen. Ja, das bedeutet, die Erkenntnis zu hassen, die Furcht des Herrn nicht zu erwählen. Ja. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Gehorsam gegenüber Gott uns hilft, ihn zu verstehen und seine Einsicht zu gewinnen, nicht umgekehrt. Ja. Ja, das muss ich nochmal machen. Durch Vers 29 lernen wir, was es bedeutet, Gott nicht zu fürchten, ja? Die Furcht des Herrn nicht zu erwählen. Das bedeutet nämlich, die Erkenntnis zu hassen. Ja? Das bedeutet, Gottes Wort und Gottes Weisheit abzulehnen.
Aber die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das bedeutet, Gott, Gehorsam gegenüber Gott hilft uns, Gott zu verstehen und seine Einsicht zu gewinnen, nicht umgekehrt. Ja, und das ist dieses Vorwort oder dieses erste Statement, was dann in den Kapiteln 2 bis 9 ausführlicher erklärt wird. Ja, in Kapitel 2 sehen wir, Gottes Weisheit bringt wahren Segen. In den Versen 1 bis 4 geht es darum, mit welcher Haltung wir Weisheit suchen dürfen. Ja, wir dürfen laut nach Einsicht und Verständnis rufen. Vers 4 bezeugt, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen. Ja, wir dürfen Gottes Weisheit also, so wie Deuteronomium 4, 6, 4 und 5 es sagen, suchen mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele und von ganzem Herzen. In den Versen 5 bis 22 geht es um die vielfältigen Segnungen der Weisheit. Ja. Wir verstehen Gott, der uns Weisheit gibt. Gottes Wort schenkt uns Erfolg in allem, was wir tun und schützt uns vor Gefahren. Gottes Weisheit rettet vor dem Bösen und den Kriminellen. Gottes Weisheit rettet auch vor der ehebrecherischen Frau. Und ja, das Haus der ehebrecherischen Frau führt in den Tod. Auf der anderen Seite, denn die Gerechten werden in dem Lande wohnen, aber die Gottlosen werden aus dem Lande ausgerottet. Durch dieses Kapitel lernen wir den Segen der Weisheit Gottes kennen. Leitvers ist hier einmal Vers 4 und Vers 6. Wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Verstand. Ja. Viele Menschen suchen heutzutage die irdische Weisheit. Ja, also ich denke, ihr kennt sie alle. Wir haben zum Beispiel Lebensratgeber, Beispiel, Bücher wie Atomic Habits oder The Seven Ways of a Highly Effective Life, ja, von Stephen Covey, sind sehr bekannte Bücher. Die sind natürlich nicht schlecht und auch richtig. Aber durch dieses Kapitel lernen wir, dass Gottes Weisheit die wahre Weisheit ist. Weil nur Gottes Weisheit kann uns die Einsicht und die Verständnis geben und uns geistlich wachsen lassen. Nur Gottes Weisheit kann uns vor der Versuchung der Sünde schützen und uns bewahren. Nur Gottes Weisheit kann uns das wahrhaft gesegnete Leben mit der Verheißung Gottes schenken. Ja. Deshalb dürfen wir mit all unserer Kraft, so wie es Vers 4 sagt, nach der Weisheit Gottes suchen, durch das Bibelstudium und das tägliche Frühgebet. Diese Weisheit, die Gott gibt, die ist viel wichtiger und die ist viel lebensverändernder als diese ganzen Lebensratgeber. Kapitel 3, wir sehen, Gottes Weisheit schenkt Wohlergehen. Ja. Also die Ermahnung, sich immer an Gottes Wort der Weisheit zu halten. Und dann sehr wichtiger Abschnitt, die Verse 3 bis 10. Was bedeutet es, Weisheit zu haben oder Erkenntnis zu haben? Was bedeutet die Furcht des Herrn? Ja, gibt's. Erstens, Liebe und Treue gegenüber dem Wort der Weisheit, ja, gegenüber unserem Vater, gegen unserer Mutter, gegenüber, gegenüber Gott. Dann zweitens, wir dürfen dem Herrn allein vertrauen, von ganzem Herzen und nicht dem eigenen Verstand folgen. Ja. Drittens, wir dürfen dem Herrn absolut gehorchen und uns seinem Ratschluss unterordnen. Ja, und Vers 4, Verse 7 und 8 fassen das ganz gut zusammen. Ja. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und verweiche vom Bösen. Und wir dürfen den Herrn ehren mit allem, was wir haben. Und dann werden wir bekommen Gottes Anerkennung, die beste Gesundheit, die gesegnete Ernte und die gefüllten Scheunen. Ja, wie wertvoll ist die Weisheit Gottes? Verse 11 bis 18. Zunächst einmal dürfen wir wissen, dass Züchtigung und Zurechtweisung des Herrn, das ist keine Strafe, ja, das ist die wahre Liebe Gottes, die wahre Liebe unserer Eltern zu uns. Ja. Und diese Liebe, ja, diese Züchtigung, damit wir in der Weisheit wachsen, die ist wertvoller als alles Gold und Silber. Sie garantiert ein langes Leben und den Weg des Friedens und schenkt uns den größten Segen. Ja, Gottes Weisheit ist das Wertvollste, was wir haben können. Sie ist edler als Perlen, was du wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen. Durch Gottes Weisheit schuf Gott Himmel und Erde und die Verse 21 bis 35 sind die klare Ermahnung, Gottes Weisheit zu bewahren und sie nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, wir lesen hier Vers 26, ja, die Folge der Weisheit Gottes. Der Herr ist deine Zuversicht.
Und Verse 33 bis 35, im Hause des Gottlosen ist der Fluch des Herrn, aber das Haus der Gerechten wird gesegnet. Ja, Leitvers hier ist der Vers 7. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Wir lernen hier, dass Gottesfurcht der Anfang von Wissen und Weisheit ist. Was bedeutet es denn jetzt, geistlich weise zu sein? Viele denken heutzutage, bestimmt durch so wie Zeitgeist und Humanismus, dass ich bin weise, meine eigenen Fähigkeiten, meine eigenen Entscheidungen sind das Beste für mich. Ich weiß, was das Beste für mein Leben ist, weil ich kenne mich ja selbst am besten. Aber das ist nicht die richtige Weisheit. Weiser ist, dass wir nicht der scheinbaren eigenen Klugheit vertrauen, sondern wir dürfen Gott allein vertrauen und in der völligen Abhängigkeit von Gott leben. Und wie? Indem wir ihm voll und ganz gehorchen und seinem Ratschluss folgen. Ja, fürchte den Herrn und weiche das Böse zurück. Dann wird der Herr unsere Zuversicht sein und er wird unser Leben segnen. In Kapitel 4 geht es vor allem darum, mit welcher Haltung wir die Weisheit suchen wollen. Das ist hier das Hauptthema. Das ist zwar natürlich auch in Kapitel 2 schon angesprochen worden, aber hier nochmal sehr prägnant und gut zusammengefasst. Ja. Lass dein Herz meine Worte aufnehmen. Halte meine Gebote, so wirst du leben. Ja. Vers 7, denn der Weisheit Anfang ist, erwirb Weisheit und erwirb Einsicht mit allem, was du hast. Das bedeutet, der erste Schritt zur Weisheit ist, überhaupt die Weisheit ergreifen zu wollen. Wir dürfen alles riskieren, um Gottes Weisheit zu empfangen, weil es ist das Kostbarste, was wir im Leben haben. Die Verse 10 bis 19, darum geht es vor allem um die Ermahnung, auf das Wort des Vaters zu hören, es zu bewahren und gut zu schützen, weil diese Weisheit ist das Leben. Ja. Der Leser darf den Weg der Übeltäter und der Gottlosen vermeiden. Verse 18 und 19, der gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, ach, das immer heller leuchtet bis zum vollen Weg. Der gottlosen Weg aber ist wie das Dunkel. Verse 20 bis 23, ja, Gottes Weisheit ist Leben und Gesundheit für unseren geistigen und für unseren körperlichen Körper. Ja. In Kapitel 4 geht es um die Haltung, mit der wir Weisheit suchen dürfen. Lass dein Herz meine Worte aufnehmen, halte meine Gebote, so wirst du leben. Denn der Weisheit Anfang ist, erwirb Weisheit und erwirb Einsicht mit allem, was du hast. Ja, zwei Punkte sind hier wichtig. Erstens, wir dürfen die Weisheit suchen, indem wir das lernwillige Herz haben dürfen. Ja, und wir dürfen unser Herz weit für die Weisheit Gottes öffnen und die Worte Gottes in unserem Herzen aufnehmen und sie halten. Zweitens, wir dürfen die Weisheit suchen wie einen verborgenen Schatz. Ja, wir dürfen Gottes Wort und Gottes Wort um jeden Preis ergreifen, koste es, was es wolle. Dürfen wir danach trachten, diese Weisheit, die das Kostbarste in unserem Leben ist, in unserem Herzen aufzunehmen. In Kapitel 5 geht es dann um die Warnung vor der Verführerin. Ja? Es geht um die Ermahnung, auf Gottes Weisheit zu achten und das Wissen zu bewahren. Warum ist das wichtig? Die verführerische Frau der Sünde ist sehr verlockend, aber die Folgen sind Tod und Zerstörung. Und das sehen wir dann in den Versen 7 bis 14. Ja? Wenn wir nicht der Furcht des Herrn, für die Furcht des Herrn entscheiden und nicht dem Weg des Gehorsams folgen, ja, dann und müsste es ja nach seufzen, wenn ihr Leib und Leben vergehen und sprechen, ach, wie konnte ich die Zucht hassen, dass ich nicht gehorchte der Stimme meiner Lehrer, ich wäre fast ganz in Unglück gekommen. Stattdessen, was dürfen wir stattdessen tun? Wir dürfen die Frau unserer Jugend lieben, denn sie ist lieblich wie eine Gazelle und holdselig wie ein Reh. Ja. Dein Born sei gesegnet und freue dich der Frau deiner Jugend. Aber wir sollen uns nicht berauschen und ergötzen an der Fremden. Ja, wichtige Verse sind hier Vers 18 und Vers 14. Ja. Dein Born sei gesegnet und freue dich der Frau deiner Jugend.
und müsstest hernach seufzen, wenn dir Leib und Leben vergehen und sprechen, ach, wie konnte ich die Zucht hassen. Wir dürfen der Frau unserer Jugend treu bleiben. Was ist diese Frau unserer Jugend? Ich denke, für die nächste Generation ist die Frau unserer Jugend Gottes Wort und Gottes Weisheit. Das Wort und die Weisheit Gottes, die wir von Anfang an durch das Bibelstudium, durch das induktive Bibelstudium aufgenommen haben, das dürfen wir behalten und festhalten wie eine Ehefrau. Und das wird uns den Segen Gottes geben. Die Verführerin, die scheint natürlich auf dem ersten Blick verführerisch zu sein. Aber wie Vers 14 uns lehrt, sehen wir die Folgen erst später. Und wenn wir es dann bereuen und sagen, ach, wie konnte ich die Zucht hassen, dann ist es leider zu spät. Deswegen dürfen wir die Weisheit Gottes durch das Bibelstudium in unser Herz aufnehmen und dem Wort der Weisheit unserer Eltern und des Knechtes Gottes lernwillig gehorchen und danach trachten, sodass wir den wahren Segen Gottes empfangen können. Musik.